Das Fastenbeugel ist fast schon ausgestorben. Nur mehr in wenigen Gegenden findet man diese einfache Fastenspeise. Im Mostviertler Bauernmuseum Piatti gibt es aber einen jahrhundertealten Beugelbrechel, mit dem man den Teig geknetet hat. Lehrling Katharina arbeitet natürlich nur mehr mit modernen Geräten, zeigt uns aber hier mit Bäckermeister Thomas Piatti, wie das damals ausgesehen hat. Der Teig besteht nur aus Mehl, Salz, Hefe, Wasser und so wie bei Piatti mit gequetschtem Kümmel. Nach dem Brecheln des Teiges wird er von Lehrling Raphael zu traditionellen Beugeln geformt. Der größte und älteste Dampfbackofen wurde 1925 gebaut und ist in all den Jahren kein einziges Mal ausgekühlt. Mit einer ganz speziellen Schlagschüssel werden die Beugel in den Backofen geschoben und dann mit einer schnellen Kippbewegung abgelegt, damit sich die schönen, runden Beugel nicht verformen. Und warum das Beugel so dünn ist, das hat einen Grund. Damit man in der Fastenzeit keine Wurst drauflegen kann, wie uns Meister Piatti erklärt. Schon nach kurzer Zeit sind die frischen Beugel fertig und gelangen duftend in den Verkaufsraum, wo schon die ersten Kunden warten. Auch der Brauch des Beugelreißens gerät in Vergessenheit. Wem das größere Stück verbleibt, dem bringt es, so der Brauch, das Jahr über Glück.